Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Ich habe geschlafen. Ich dachte, vielleicht kann ich das so überspringen bis zum nächsten Morgen, aber ja. Wir sind jetzt kurz vor Alter. Wir haben jetzt kurz vor Mitternacht und ich habe jetzt richtig Angst vor dem Jaguar. Und hoffe, dass das Feuerchen hier ihn abhalten wird. Obendrein scheinen wir Vollmond zu haben. Mhm. Das heißt, es ist alles schön hell. Und wir können das Biest dann auch leicht entdecken, falls es wirklich vorhat, uns anzugreifen. So. Da vorne sehe ich Pilze. Und ist das Wasser, das man trinken kann? Schmutzig. Eintrag Egel. Jetzt hör auf. Haben jetzt echt einen Egel abbekommen. Ich muss kurz ein Stück zurückrutschen. So, ich komme zu meiner Taste nicht hin. Wir müssen uns untersuchen. Wo haben wir jetzt einen Egel? Wahrscheinlich am Haxen irgendwo, ne? Ah, da ist er. Wir kriegen. Okay, einfach weg. Und gut ist. Okay, ich glaube, den haben wir jetzt geschafft. Sehr gut. Wir brauchen Palmen. Ich bin durstig. Ja, was soll ich denn jetzt ab... Warte mal, Hammer, Kokosnüsschen. Ich brauche mal was aus dem schlauen Buch. Und zwar... Egel. Das sollte man auch lesen. Wirkung stört, verschlechtert Geisteszustand. Bekannte Behandlungsmethode vom Körper entfernen. Ja, einfach runterziehen, genau. Wasser. Mhm. Keine Einträge. Ah, hier. Kleiner Unterstand. Erlaubt es dir, das Spiel zu speichern? Ach, Hupfingatsch. Hüttenunterstand. Ach, komm. Das könnten wir hier hinbauen, glaube ich, ha? Oder dahin. Das... Ich wollte nur sagen, das habe ich super gemacht. Palmenblatt. 13 Palmenblätter, Stock, Seil. Da wird mir das besser gefallen. Ich muss nur schauen. Aber drehen geht's noch nicht. Ich hoffe, das steht hier so richtig dann. Bananenblatt. Aufheben. Stöckchen können wir gleich hinzufügen. Das lange Stock können wir auch gleich hinzufügen. Da brauchen wir jetzt Bananenblätter. Ich muss da mal kurz die wegräumen. So. Und ich muss hier sofort wieder ein Feuerchen machen. Thirsty. Ja. Come on. Yes. 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 Ach, schrei doch nicht so. So, Feuer ist gemacht. Aha, die Pilze ändern sich immer, sehe ich gerade. Das ist aber auch cool. Wir hätten doch hier irgendwo einen langen Stab gehabt stecken. Da ist er. Den brauche ich jetzt. Ah, es ist doch verkehrt herum. Dreck. Die Frage ist, die kann uns nur Kohlenhydrate geben, ne? Wasser ist hier jetzt echt schwer zu kriegen, oder was, ne? Hä, wo war das Palmenblatt? Hier. Na, das muss ich nochmal abreißen. Das Ding, das gefällt mir jetzt nicht. Ich wollte von vorn rein, Schlupfi. Und nicht so wie das hier. Das kann man, glaube ich, kaputt machen wieder. Jawohl.
Okay, ich dachte, das kann ich drehen. Tagebuch. Es sollte mit der rechten, da muss ich einfach anders stehen. Das könnte auch sein. So. So, schön rein damit. Na nö, geht nichts. Wenn man das weghauen. Geht schon rein damit. Ja, gib mal Ruhe. Ich habe keine Ahnung, wie ich was zum Saufen herkriege. Ich habe da echt keine Ahnung, wie ich einen Saft oder ein Getränk oder so machen könnte. Weil wenn das Wasser schmutzig ist. Ich habe wahrscheinlich keine andere Wahl, als es zu saufen, ne? Parasiten. Oh. Einmal speien, bitte. Oder auch nicht. So. Ich gehe mal kurz zum Feuer. Wie werden wir jetzt Parasiten los? Tagebucheintrag. Gesundheit. Parasiten. Sieten, sieten, da. Wirkung. Erhöhter Verbrauch von Mengenelementen. Bekannte Behandlungsmethode. Die Einnahme von Pflanzen mit natürlich antiparasitären Eigenschaften töten die Parasiten ab. Die wären. Was wäre das für eine Pflanze? Okay, das war ein Hit zu gescheit. Was kann der? Parasiten, jawohl, die Schwammerler. Super. Gut, haben wir ein Glück. Die Schwammerl können's. Ich würde sagen, ich lege mich nochmal kurz hin. Ich habe echt Angst, dass der Jaguar nochmal kommt. Bis 12 Uhr brauchen wir gar nicht so lang. Ich glaube, bis so 8, das passt schon. Das Erste, was tut, ist schiefen, ist klar. So, wir brauchen Palmblätter. Da haben wir wieder die guten Schwammerler, die nehmen wir gleich mit. Gott sei Dank wachsen die immer nach. So, was haben wir hier eigentlich für ein Unkraut? Stock, mehr nicht. Keine Blätter, nix. Okay. Dann halt nicht. Unbekannter Pilz. Okay. Ja. Was haben wir da? Unbekannte Frucht. Hier ist einmal eine. Hydration. Ah, ja, cool. Die gibt uns ein bisschen Wasser. Das ist super. Das ist sehr super. So, hier haben wir wieder Palmen. Die brauchen wir jetzt eh. Zack, zack, zack. Achso, das geht nicht. Entschuldigung. Wegschmeißen. So, immer schön fester drauf. Genau. Also schön die Palmenblätter mitnehmen, bitte. Das Trockene. Geht das Trockene? Nein. Trocken, 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 trocken. Ein normales Palmenblatt noch vielleicht? Ja, nichts mehr. Okay. Dann tragen wir das mal zurück. Hüpf. Hängen geblieben, drüber geflogen, also drüber gestolpert und alles gebrochen. So. Da fehlt noch eines. Super. Dann nochmal zurück. Was brauchen wir hier? Lange stecken, genau. Dann können wir nämlich endlich speichern. Das wäre super. Was? Dachte ich schon, da wäre eine Schlange, Alter. So, hier.
ein Palmenblatterl, ein zweites und ein drittes. Na komm. Zack, zack. Das sind alles getrocknete, ne? Warte mal kurz, ich schmeiß das dorthin. Dann kann man gleich die trockenen mitnehmen. Weil die brauchen wir eh wieder zum Lagerfeuer machen. Was macht man eigentlich so gegen schwere Wunden? Kratzer, und das waren schon mal, ne? Aber schwere Wunden. Ich hätte ganz schnell im Buch nachlesen müssen. Ich bin so richtig Rollenspiel belastet. Ich esse einfach mal was, wird schon gut werden. Bevor ich mir einen Verband anlege. Ja, sehr gut. Das kann man hier hinschmeißen. Saubere Arbeit. Haben wir schon mal einen guten... Ach, hier dürfen wir auch schon ein Spiel speichern. Das ist ja super. Brauchen wir gar kein Bett. Ich würde sagen, ja, da können wir drüber speichern. Ja, super. Das ist fein. Dann brauche ich das da gar nicht. Eigentlich. Naja, ist eh wurscht, ne? Aha, das Lagerfeuer ist somit kaputt gegangen. Dann können wir hier nämlich auch eins bauen. Feuer. Zuerst den schönen Steinring. Ich glaube, das können wir so machen. Ich hoffe halt. Ich hoffe halt. Große Steine. Aha. Die muss ich hier schaffen. Gut. Ich wollte nur sagen, ich hoffe halt. Dass das so funktioniert, wie ich das denke. Sind das jetzt wieder andere Pilze? Alter. So, ich brauche Steine, bitte. Große Steine. Ja, die nehmen wir auch mit. Ah, geht eh nicht mehr. Lianen können wir auch, ja. Das passt auch. Ja. Steine wären jetzt super. Großer Stein. Hallo. Muss ich da jetzt wirklich jeden einzelnen Stein? Okay, der ist tot, den Papageien, den nehmen wir mit. Sammeln. Okay. Und den zweiten nehmen wir auch mit. Arafleisch. Schön. Dann können wir uns ja vielleicht was braten. Den nehmen wir, wie gesagt, mal mit. Mei, bist du süß. Wow. Mei, ist der süß. Tap, 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 tap. So, den legen wir mal schön hier hin. 12. Ich brauche echt 12 von diesen riesen Steinen. Klar. Kokosgrün, das brauchen wir immer. Den legen wir gleich zu uns ins Lager. So. Noch mehr Kokosgrün. So, ich steck fest. Das ist ein normaler Stein, der hilft uns da jetzt eigentlich nicht so viel, aber die nehmen wir mal mit. Weil das ist ja das gute Zeug, unbekannte Frucht. Nehmen wir natürlich wieder mit. Auch hier das Schwammerl. So, ich könnte einen Stein gebrauchen, einen großen. Eigentlich 12 große Steine. Ihh, Larven. Ja. Jetzt haben wir hier ein Palmblatt. Das bringt mir jetzt gerade nicht so viel. Ich bräuchte große Steine. Da kommt schon wieder ein Gewitter.
Ich glaube, das mit dem... Bist du auch eine gescheite Pflanze? Ich bin ja eigentlich, hau dich mal weg. Tabakblatt. Ach so. Kein Platz im Rucksack, das geht einmal überhaupt nicht. Das heißt, ich tue mir jetzt mal essen. So, ein bisschen das hier, dass wir auch Wasser kriegen. Jetzt hat wieder was Platz, ne? Was? Kein Platz im Rucksack, jetzt hör aber auf. Da. Ich würde sagen, wir bauen da gleich ein paar Verbände. Hat sie jetzt Platz? Jetzt hör auf. Bin ich so schwer, oder? Hat wirklich Platz. Ich würde sagen, ich hau die Steine weg. Die Tabakpflanze ist mir exakt mehr wert. Ich habe Egel. Ach komm. Nein, warte. Egel ging anders. Da muss ich mich jetzt anschauen, glaube ich, ne? Beim Haxen, denke ich wieder mal. Dann beim anderen Bein. Hä? Bei der Hand? Da ist er. Weg mit dir. Und weg mit dir. Na komm. So. Dann möchte ich gerne herstellen. Ich versuche gleich mehrere von diesen Verbänden zu machen. Vielleicht haben wir dann Platz, hoppala, Platz für dieses Tabakkraut. Geht nicht. Erweitern, probieren wir es mal mit Sammeln. Faser, haha, sehr witzig. Also Bambusblätter, also Palmblätter, so Palmenblätter gibt es zum Genüge. Und die großen Steine, die ich brauche, nicht. Und da ist einer. Singt wer? Da ist ein Knochenkrieger. Ich glaube, das ist schlecht, oder? Das sind doch unsere Feinde, oder? Diese Knochenkrieger. Vielleicht gerade gar nicht gut. Das ist halt die Frage, wie wir uns vor diesen Typen schützen können. Ob das überhaupt möglich ist. Super, ein Stein. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nichts. So, also Feuerchen. Benutzen und trockenes Blattelwerk. Bitch! So. Oh yes! Und so, kleines Feuerchen. Können wir uns jetzt einmal was braten? Herstellen? Vielleicht geht das so eine Art Spieß. Schaut nicht so aus. Fleisch. Roh. Eben. Ich wollte es braten hier, ne? Herstellen. Ah, da brauchen wir vielleicht den Stock. Habe ich da jetzt gerade was richtig gemacht gehabt? Hm, vielleicht so. Ach so, wir legen einfach das Holz nach. Ah, jetzt verstehe ich. Okay.
Kann man hier mit dem Knochen was machen? Nein. Mit der Kohle? Tatsächlich? Ah, ich habe schon eine Idee. Das Fleisch am Rand hinlegen. Ja! Natürlich geht auch eine verdorbene Banane. Tatsächlich. Ah, ich verstehe schon. Ah, das ist schon cool. Das ist halt schon cool. Und bei dem Fleisch muss man jetzt wahrscheinlich warten. Bis die fertig sind, dann kann man das essen. Coole Schuhe. Oh, ich glaube, das Lagerfeuer da hinten, da brauchen wir 20 Jahre. Gekochte Larve, nehmen wir mal mit. Bei der Banane, die tun wir sammeln, ist glaube ich, gescheiter. Und der Party ist wieder zu Ende. So, Aderfleisch gekocht, nehmen wir mit. Und du kann Fleisch gekocht. Sollte aber eigentlich gebraten heißen, oder? Ja, cool, wir haben was zum Essen. Wie schauen wir gesundheitlich aus? Ja, es wird Zeit, dass wir was essen. Auf jeden Fall einmal eine gesunde Portion Fleisch. Eine Banane, glaube ich, können wir essen. Hier können wir gleich was essen und dann schauen wir mal. Boah, da können wir viel essen. Oh! Wasser sowieso. Puh. Wie wir das... Ah, ich weiß schon, wie wir das mit dem Wasser hinbekommen. Ja. Passt. Da tun wir jetzt zuerst trinken. Und dann sammeln. So. Dann können wir das essen. Und müsste dann schon wieder gut sein. Kokosschale. Vielleicht kann man daraus eine Suppe kochen oder so. Wie schauen wir jetzt aus? Ach du Heilige, wir werden verrecken, glaube ich. Da können wir 20... Wahrscheinlich ist da nur ein Schluck drinnen. Mehr nicht, wir brauchen dringend eine Möglichkeit. Ich versuche mal was. Wir brauchen dringend eine Möglichkeit, Wasser zu sammeln. Das ist halt die Frage. Was haben wir? Was haben wir da? Das schaut aus wie was zu essen. Jawohl, eine Nuss. Super. Ein großer Stein. Wer sollte denn das glauben? Den können wir gleich hierher schmeißen. Okay, da regnet es trotzdem drauf. Das Dach. Ja, okay. Das Dingens hier scheint nur was zu bringen, glaube ich. Halten und trinken. Wenn ich das jetzt da... Das kann man jetzt nicht verwenden. Kokosschale, Wasser, unsicher. Wasser sauber nehmen. Ah, cool. Und wo ist jetzt das Wasser hin? Aha, ich verstehe schon. Die reinschmeißen. Wasser unsicher, können wir trinken. Kokosschale leer. Das ist aber nicht schlecht. Ich dachte zuerst, wir müssen das vielleicht abkochen oder so. So. Dann brauchen wir wieder ein Feuerchen, ne? Und dann werden wir auch den Part beenden. So, da haben wir jetzt eh speichern können, passt das eh. Also alles wunderbar. Come on! Yes! 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 Der freut sich immer so schön. So, passt. Wenn die Nacht bricht herein, ne? Passt alles. Eigentlich könnten wir uns den da jetzt sparen. Das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Mal wegtun. Die Steine bleiben hoffentlich eh da. Ist eigentlich unnütz.
Da könnte man statt den Steinkreis, wenn wir uns wirklich schützen wollen, das kleine Feuer nehmen. Ich würde sagen, so dahin. So, glaube ich, dass es taktisch sinnvoller wäre. So, haben wir noch Stöckchen? Ja, sammeln. Weil Geräusche sind hier schon ganz komische, muss man ganz ehrlich sagen. Alter. Und vor allem, ich hoffe, dass wir uns irgendwie dann gut schützen können. Stock, der verdammte will einen normalen Stock. Ich kann nicht lesen. So. Verdammisch. So. Die kleinen Stöcke, also er braucht nämlich beide. Er braucht die kleinen Stöcke und er braucht die normalen Stöcke. Jetzt komme ich dahinter. Ja. Waren hier noch welche? Ich glaube nicht, ne? Oh, eine Liane. Dann müssen wir den hier zerteilen. Gut. Passt. Da müssten wir jetzt genug haben. Und dann können wir hier auch noch anzünden. Für ein halbwegs, ich würde mal sagen, halbwegs sicheres Lagerfeuer. Hier bitte. Bitch! Yes! Der immer fluchen muss, ne? Und so. Jetzt müsste man eigentlich durch das Licht, hoffe ich mal, geschützt sein vor diversen Angreifern. Zumindest wäre das so mal der Plan. Und dann könnte man eigentlich noch schnell schauen, bevor wir speichern und aufhören. Hier sehen wir Bitterholz. Wo habe ich das denn hier? Ach, das war das. Haben wir eh was gesammelt gehabt. Die Wirkung wissen wir nicht. Unbekannte Frucht, Flüssigkeit, Kohlenhydrate, unbekannter Pilz. Tötet Parasiten, noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Okay. Lagerfeuergeschichten. Ein großes Lagerfeuer. Ah, da brauchen wir nur normale Steine für das. Ah! Den könnte man bauen. Da habe ich natürlich das kleine Lagerfeuer gewählt. Bambus trocken geäst. Ja. Häuschen. Unterstand. Diese Halterungen können wir uns noch bauen. Boah. Und dann, glaube ich, sind wir es fürs Erste, ne? Glaube ich. Steinklinge, Steinaxt, Stock und Stein. Das können wir noch bauen dann. Aber jetzt gehen wir erst einmal pennen. Die Hängematte war hier. So. Ja, bis 2 Uhr morgens, das passt schon. Kann man das vorspulen? Ich glaube nicht, ne? Bis fast 3 Uhr morgens eigentlich. So. Es ist finster. Jetzt verstehe ich auch den Sinn. Hinter dem großen Lagerfeuer. Das wollte ich hier eigentlich noch bauen, in der Hoffnung, dass es weiter brennen tut. Werden wir sehen. Na gut. Wir müssen jetzt dann auch anfangen, Sachen zu bauen. Weil wir brauchen zum Beispiel Speere, dass wir Fische machen können und so weiter. Ach du heilige Zeit, das ist echt... Puh. Viel Arbeit hier. Was fehlt uns? Alles. So ein Proteinriegel wäre super. Haben wir vielleicht einen in der Tasche? Ich fürchte nein. Gut, ich glaube, wir werden sowieso verrecken hier. Also, wir müssen schauen, denke ich mal, dass wir jetzt... Hoppala. Jetzt habe ich irgendwas weggeschmissen. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir hier recht schnell an gescheiteren Lebensmittel kommen. Aber doch, das hilft mit dem Dach. Das Feuer bleibt bestehen, das ist gut.
Das ist gut. Ich weiß nur nicht, ob wir gebratenes Gemüse oder so, ob da was geht. Auf jeden Fall, den können wir essen. Unbekannte Frucht verdorben. Sammeln? Ich kann nicht aufhören zum Spielen schon wieder, ne? Ach, ich mache schon wieder so viel Überlänge. Aha. Unbekannte Frucht verdorben. Oje, oje. Larven kriegen wir wenigstens raus. Ist ja schon mal was wert. Die Frucht ist auch verdorben. Die verderben aber ganz schön schnell. Ein verdorbener Pilz. Okay. Na gut, ihr Lieben. Jo, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!